So, ich habe die Quest die Erschaffung der Monster von Monster aktiviert. Das ist die Hauptstory, die wir noch haben. Akt 3. Aber die drei Quests, die hier sind, die kann man ja natürlich auch annehmen. Erschaffung von Monstern, ja, habe ich auch. Aber fürchte ich nicht, hier sind noch mehr Quests. Von ja. Galak zum Ihr wird aufgewühlt. Fünfmal in diesem Monat haben diese Banditen die ankommenden Karawanen geplündert. Das gestohlene Gold und die Gewürze kümmern mich wenig. Doch diese Geier nehmen auch die Lebensmittel. Jetzt laben sich diese Schurken an unserem Essen, während meine Kinder verkümmern. Bitte, beschafft ein paar Vorräte zurück und ich kümmere mich persönlich darum, ja, dass die Kinder laben. Dass mein Geldbeutel gefüllt wird. Du hattest mich schon bei Geld. Du hattest mich schon bei Beutel. Seban, ihr werdet bedrückt. Es sind meine Söhne, Ordun und Kader. Du bist voll der Empath, Daniel. Du spürst, wenn Leute hungrig sind. Aber dann sind sie auf die Idee gekommen, einen neuen Laden in Jirandai zu eröffnen. Der Daniel ist voll der mitführende Barbar. Halt, Gefährte. Da machen sie traurig aus. Sich zu beweisen. Wenn ihr in die ich rieche einen Bürger in Not. Sehen? Die Straßen sind heutzutage so gefährlich. Und ich habe sehr lang nichts von ihnen gehört. Stell dir mal vor, du bist ein Typ, du hast irgendwie voll Probleme und dieser Schrank kommt auf dich zu. Wo drückt denn der Schuh? Ich muss gleich auf dich zukommen, um denen zu helfen. Dieser große Schrank und dieser ihr blasse Typ in den lilanen Roben. Mit den ganzen Totenköpfen an den Klamotten. Wollt ihr etwa schon gehen? Ziemlich neugierig, was? Ich reise für eine Ausbildung zum Steinmetz nach Süden. Mein Mentor sagt, dass wir den Menschen dort eine große Hilfe sein können. Wenn ihr ein paar Leuten helft, als Belohnung will ich diese Kuh. In Al-Suda auf. Ja. Keine Ahnung, wo die ganzen Sachen sind. Oh, irgendwas ist direkt hier in dem Gebiet. Aber egal. Nun. Er atmet noch. Da hat er Glück. Duruk. Was? Was ist hier passiert? Der alte Mann dort. Er behauptet, ein Horadrim zu sein. Trinkt aber wie ein Ochse. Ey, den kennen wir doch, Loras. Ja? Er kam vor ein paar Tagen in die Stadt. Ja, glaub schon. Und suchte nach einem Diener der Dämonen Lilith. Einem fahlen Mann. Ihm hat wohl nicht gefallen, was er vorfand. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich verstehe. Den Rest übernehme ich. Ich bin Belges. Ich bin Detective. Wir haben uns in den zersplitterten. Ja, den kennen wir, den Kerl. Da ist er, der Typ, den wir da in dieser einen Hütte getroffen haben. Meiner Vision. Ganz am Anfang. Genug. Ja. Er gehört euch. Bleibt mir nur beide von der Flasche. Wie tief er gefallen ist. Verrückt. Ey, Lorath. Tritt ihn! Ja, ich habe meinen Helm abgenommen für diese Cutscene. Verdammte Höllen, was wollt ihr? Ich sollte euch hier treffen, Lorath. Erinnert ihr euch? Natürlich erinnere ich mich. Es überrascht mich nur, dass ihr nicht tot seid. Gebt mir die Flasche. Was ist euch zugestoßen? Der hat getrunken. Ich wurde angegriffen. Sieht man doch. Von Alkohol in rauen Mengen. Eingeflößt durch meine eigene Tücke. Jetzt sind wir schon wieder in dieser Theorie, wo wir uns hier alles nur so einbilden. Ich war auch ein Kampf mit einer Ziege um diesen Schlammfleck. Vegas, wir müssen den Weisen betrunken finden. Er muss uns eine neue Quest geben. Er ist aber so ein Betrunkener unter so eine Brücke, mit dem wir reden. Horadrim. Fasst mich nicht an. Dann müsst ihr ihn kennen. Einst dachte ich das.
Er trägt den Namen Elias. Er war mein Lehrling. Er war es, der Lilith nach Sanctuario brachte. Möglicherweise hat das Spiel begonnen. Was müssen wir tun? Ihn finden. Das Spiel angefangen hat, glaube ich, von dem redet er. Ja, Cutscene. Und ihn dann töten. Hört oh, die Musik wird dramatisch. Hm. Irgendwo hier ist ja, das ganze Schlammersitz eigentlich nur an diesen einen, drei, vier Leuten, ja. Und ich bin gerade niemandem eine Hilfe. Er liegt alles an dem, er ist alles deren Schuld. Wir sie suchen, es wurde schon genug Zeit vergeudet. Ohne Lilith, diese Welt ist sowieso zum Kotzen. Lord hat mich geschickt. Habt ihr vom Kloster von Orbey gehört? Nein, kein Wort von Orbey. Genau wie gestern und vorgestern. Aber ich habe etwas anderes. Gerüchten zufolge zog vor einiger Zeit ein fahler Mann durch die Abaru-Schluchten. Ein furchterregender. Was ist denn ein fahler Mann? Nach mit dem redet der. Nacht wird er das der macht die ganze Zeit so Handgesten. Hey, was macht der da? Okay, jetzt macht er nichts mehr. Grüße. Daniel, fass den nicht an. Du nimmst die Luftballons von dem und der fliegt auf einmal weg. Ja. Dafür mussten wir jetzt echt da hinlaufen, du betrunkener Pisser, der hätte es selber machen. Ich schrieb dem Kloster von Orbey am Tag meiner Ankunft. Oh nein, jetzt hat er auch noch eine Waffe. Hätte mittlerweile antworten müssen. Tekrin sprach von einem Gerücht. Ein fahler Mann soll in der Nähe der Schluchten gesehen worden sein. Diese Leute in dieser Welt sind doch alle tot. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wir brechen sofort. Ist nochmal fahl, ist der dünn oder blass? Oh. Ja, da habe ich doch gerade gefragt. Was bedeutet fahl? Jemand blass oder irgendwie sowas, ne? Ich bin mir sicher, ob das einfach nur hier abgemagert oder blass halt. Sowohl als auch. Ja, komm, wir gehen ins Kloster. Sehe ich so aus wie jemand, der ins Kloster geht? Guck mich doch mal an. Ich hole noch Daniel, kurz. Daniel, der tut wahrscheinlich das heilige Wasser trinken und die Hostien in sich reinstopfen. Und ich, wenn ich da reingehe, gehen die ganzen Scheiß, springen die Scheiben kaputt. Und die Tauben fangen an, Blut zu weinen. Ich hole kurz meine Roben, meine guten Roben. Ja, ich hole mal meinen guten Pelzmantel. Der ist noch nicht mit Blut befleckt. Und dann zieht er noch um einen kleinen I-Tüpfelchen, zieht der Daniel noch so eine Krawatte an. Mit einem ganz anderen vollgebluteten Scheiß. Was ist denn das reinste Tier? Nämlich ein Pelz davon. Ich häng mir einfach nur so einen toten Hasenkopf um die Schulter. My lady. So, wir müssen irgendwas hier sammeln. Ich kann wieder rausnehmen, aber das nervt. Statt irgendwie die Fähigkeit, die Gegenstände einzusammeln, aktiviert er hier die Fähigkeit. Das nervt. Ich muss das woanders hinpacken oder ganz rausnehmen, ey. Ich bin noch nicht bereit. Verstohlene Vorräte. Hört mir. Ich bin in einem Typen gut, der sich nur am Drehen ist. Einen von meinen Ohren an, die sich nur am Drehen sind. Ich tue mal so drei Typen, die beschwören.
Einer von denen dreht sich die ganze Zeit nur. Quest aktivieren. Hungersnot der Diebe. Also, oh, irgendwas ist hier. Also. Nein, Spinnen. Jetzt mal einsammeln. Kommt her, meine Ahnen. Ich muss. Was ist das denn? Ah! Ich bin eingefroren. Oh Gott. Die ganze Zeit am Heranziehen, oder bin ich das? Ich bin das. Ah. Und du wahrscheinlich auch. Danach sind die ein bisschen betäubt für 3 Sekunden oder so. Sind denn hier noch ein paar Banditen? Ja, Banditen, genau. Wie in Final Fantasy 16, erst stürme ich auf die Gegner los, um die alle so an einen Ort zu sammeln. Dish. Mit meinen ganzen Fähigkeiten ein. War endlich mal wieder was bekommen. Den Fuchs habe ich voll mit dem Hammer übergezogen. Nimm das. Meine Ahnen. Ich
gut gemacht. Der Ding ist gleich auf uns zugekommen. Ich muss warten. Okay, da war ich jetzt, glaube ich. Mit dem Heranziehen oder sammeln. Das hat jetzt gerade aktiviert gehabt. Warte mal, lass mich gleich mal ausprobieren. Wenn hier mal mehrere Gegner sind. Ja, gut, ich muss das erstmal auf meinem getastet leben, das geht gerade gar nicht. Aber was war das? A tue ich nämlich Sachen einsammeln und auf A tue ich auch diese Fähigkeit aktivieren. Und mit den ganzen Leichten tue ich die ganze Zeit die Fähigkeit aktivieren, statt Sachen einzusammeln. Ah. Muss er irgendwo anders hinpacken, das nervt gerade übelst. Ist A der Knopf, der ganz unten ist? Ja, das ist die X-Taste bei dir. Da tue ich Sachen mit interagieren, aber damit tue ich aktivieren. Und das nervt gerade wieder. Jedes Mal, wenn hier eine Leiche ist, tut er die Fähigkeit aktivieren, statt hier die Sachen einzusammeln. Ja, das ist ja auch normalerweise ein normaler Angriff drin, ne? Ich bin noch nicht bereit. Naja, das ist eine Fähigkeit, die kann ich aktivieren, wenn eine Leiche da in den. Okay. Ich habe da mal meine normalen Angriffe drin, ne? Ja, den habe ich auch, RT, was bei dir da, der untere da ist. Ich weiß nicht, welche. Ist das bei dir RB oder R2? Wie heißt das nochmal? Der hintere oder der vordere Knopf? Ja, diese zwei unteren da. Auf der unten. R1. Der ist da irgendwas mit R. Ah, sind da schon wieder Gegner. Ja, ich mach das schon. Hier ist noch ein anderer Spieler. Obwohl, er ist ein etwas stärkerer Gegner. Was denn der ist? Ich bin wieder gespawnt. Ich bin hier ganz beschäftigt jetzt. Ja, jetzt habe ich hier mehr als genug Vorräte. Meine Fresse. Okay. So, jetzt machen wir das eben schnell. Wie geht das nochmal? So, da ist die. Todeskolben des Ahnensturms. Ja, ich habe mich schon gewundert, wieso aktivierst du denn eine Fähigkeit irgendwie? Also nehme ich jetzt mal, du hast halt irgendwie auf eine anderen Sache da gepackt. Ich habe meine normalen Angriffe da drauf. Ja, wo sind die anderen Quests alle? Ja, auch in der Nähe. Nö. Ich habe jetzt die scheiß Quest fertig. Da bist du gar nicht. Wer bist du? Geh weg. Du bist nicht der Daniro. Okay, den ganzen Quest, die wir angenommen haben, die sind alle voll weit weg. Dann nehmen wir mal. Knüpfen uns mal die Hauptseite vor, nachdem wir hier die abgegeben haben. Aus dem Weg! Okay, diese Heranziehen-Fähigkeit ist echt gut. Wie du hast. Natürlich auch seine Nachteile. Ich kann das nur machen, solange ich Leichen in der Nähe habe. Ne? Also, das geht immer nur, wenn alles einer gestorben ist. Okay. Müssen halt mal so timen. Du ziehst sie so heran und ich tritt so auf den Boden. Aber ich mache so Flächenschaden. Vor allem sind die danach ein bisschen betäubt für 3 Sekunden. Und verlangsamt. Seid gesegnet. Ja. Wir haben alle für eine angemessene Belohnung zusammen. Können wir die alle so ansammeln? Immer so Teamwork. So Teamattacken. Ich kann meinen Golem da reinschicken, der haut auch noch drauf. Das kann ich hier nicht tun. Ein trüber Kristall. So, jetzt haben wir schon wieder jetzt 2 Hauptquests. Ich weiß jetzt nicht welche. Nehmen wir die ist am nächsten. Schwindender Verstand. Trefft Loraf in der Abaru-Schlucht.
Okay. Bin echt gespannt, wie das abläuft, wenn wir irgendwie gegen Bosse und zu kämpfen gleich. Ja. Weil ich fühle mich nicht sehr tanky gerade. Echt? Ich habe keine Ahnung, wie du dich fühlst, Daniel. Ich fühle mich wie so eine Glaskanone. Ich mache jetzt voll viel Schaden, aber ich halte jetzt voll wenig aus, weil ich keine Heilung oder Schilde oder irgendwie so habe. Da kann ich nicht mal ansatzweise verstehen, weil ich nicht mal als Kanone diene, weil ich nicht so viel Schaden mache. Ich bin einfach nur Glas, Daniel. Boah. Das ist hier alles schon wieder gestorben. Warum? Guck mal, der hat nur die unteren Hälften von den Pferden gefressen. Ja, ist ein Feinschmeckt, oder? Was habt ihr gefunden? Ich hatte auf jemanden gehofft, der Elias gesehen hat. Stattdessen habe ich ein Lager voll. Die Stimme kommt mir übrigens voll bekannt vor. Sie wurden von Dämonen abgeschlachtet, so viel ist klar. Aber keiner davon wurde hier beschworen. Die kenne ich auch irgendwoher. Die Schluchten absuchen. Könnte Elias die Dämonen gerufen haben? Wahrscheinlich. Bring mich nicht danach zu gucken, Daniel, woher du den schon wieder kennst. Bleibt dicht bei mir. Kann halt jederzeit nachkommen. Ich werde das machen. Ich werde dir wieder irgendeine Liste präsentieren, Daniel. Ich werde eine Liste mit Rollen finden, die der gesprochen hat. Na, kann ich jetzt nicht gucken gerade. Auf den ersten Blick nichts gefunden. Habe ich aufgegeben. Wow, kommt hier näher. Intelligenz, was war das noch? Was war das nochmal? Bei dir ist das Skillschaden, glaube ich. Ah. Okay. Da Fertigkeitsschaden halt. Ja. Ja, ja, das ist ja das. Bei mir, ich glaube, Schadenreduktion. Ja, bei dir macht das ja auch wahrscheinlich mehr Sinn, ne? Weil du halt mehr so übernatürliche Fähigkeiten hast und so. Für mehr Intelligenz brauchst. Ja. Ich muss nicht Intelligenz sein. Mit Gott zu tun. Ich muss nicht Intelligenz sein, um meine Axt zu schwingen. Ich muss nur wissen, welches Ende ich schwingen muss. Na, Ratte, ich brauche einen größeren Speer. Ich bin noch nicht bereit. Meine Ahnen, kommt. Ah. Da kommen immer mehr. Gerade meine Lebensbeis. Ich habe gehört, dass ein Steinmetz in diesem Haus lebt. Ein Mann namens Genba. Perfekt für einsame Arbeit. Erinnert mich an euer Haus. Da oben kommen noch mehr. Gott!
Schlupp. Ich hab da direkt meinen Golem reingeschickt. Und ich bin auf die zugerannt. Ha! Ich muss warten. Sie kommen durch ein Tor. Die, wenn die von meinen Leichen-Tentakeln getroffen werden, werden die auch um 50% verlangsamt. Und das sind die Tentakel. Schon gewundert. Ja, das ist die Fähigkeit, die das hier ranzieht. Die Leichenkontakte. Ja, die heißen Leichenranken, aber. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann den Boss ausschalten. Ich hab die dahin gezogen. Jetzt hat die aus meinem Angriff rausgezogen. Oh nein. Ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Diese Dämonen waren Ungeziefer. Von einem Magier mit Elias können hätte ich mehr erwartet. Ist das Spiel jetzt viel einfacher, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Also lag es an mir die ganze Zeit, weil ich nicht geskillt war, oder was? Nein, das meine ich, so meine ich das gar nicht. Aber du könntest da auf was gestoßen sein. Nein. Das kann ja nur an mir liegen, ich bin ja die ganze Zeit am Verrecken gewesen letztens. Ja, irgendwie gehen die Kämpfe jetzt viel schneller voran, habe ich so das Gefühl. Ich meine noch schneller, denn du warst ja schon alles am One-Shotten, ey. Ja, vielleicht ist die Quest auch. Die Gegner sind auch irgendwie so viel Level 44 und 45. Ja, da könntest du auch recht haben, dann. Vielleicht schaffen wir George ja mal die Stufe der Welt zu erhöhen. Könnte noch in der Nähe sein. Ja. Seht, was ihr finden könnt. Realitätscheck. Der wird auf dem Boden der Tatsachen zurückgezogen. Ah, toll, eine blutige Statue. Wieso kann ich diese scheiß Ratte nicht töten? Jetzt ist die Ratte tot. Was müssen wir denn hier finden? Hast du hier die Statue angequatscht? Ja. Oh ja, Tagebuch. Ich konnte kein Wort heraus. Muss ich, glaube ich, untersuchen. Hast du schon wieder ein Tagebuch gefunden? Ja. Sagte er. Könne meinen Schmerz in ihnen sehen. Irgendwie ist die Quest aber immer noch. Was für ein abscheuliches Chaos. Jetzt hat sich was getan. Na. Lorav, das hier habe ich entdeckt. Brennende Höllen. Wir sind zu spät. Elias ist längst fort. Dieser Genba ist unser Beschwörer. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ist es nicht offensichtlich? Elias findet den einsamen Genba, ohne Freunde, voller Wut und manipuliert ihn mit Leichtigkeit. Er verspricht ihm Lilis Liebe und eine Rolle in seinem großen Wahn. Dann gibt er ihm die Mittel, seinem Zorn Ausdruck zu verleihen. Beschwörungsschriftrollen. Sehr scharfsinnig. Wer weiß, wie lange Genba. Das ist ja sehr scharfsinnig. War das gerade sarkastisch? Beschwörungsschriftrollen. Sehr scharfsinnig von dir. Lorav, der macht sich über uns lustig. Was haben wir denn hier? Warte. Hier ist aber bestimmt irgendwas. Was ist eine Sackgasse? 45 bis 49. Die Gegner. Oh, guck mal hier. Ja, Gegner. Hoah. Noch mehr Intelligenz. Hier, schnuppern diese Statue.
geguckt, wie so PvP funktioniert. Habe ich mir mal ein Video angeguckt. Ja. Dank euch kann ich sehen. Da müssen so Sachen sammeln und ja, um Punkte zu kriegen und die anderen Gegner, die anderen Spieler sind halt im Weg, die töten, wenn die dir im Weg sind. Ne? Okay. Holz von der Axt. Statuen von Lilith da. Mhm. Aber nicht untersuchen. Bosszeit. Okay. Okay, ich hab das F-Wort verstanden. Nicht geschickt, sondern das andere Wort. Okay. Irgendwie sagt er bei mir nichts. Ich sehe nur einen Text auf dem Screen. Ich habe gefickt verstanden statt geschickt. Genbar. Punkt, Punkt, Punkt. Hat Meister Elias euch geschickt? Meister Elias? Nun, ja, das hat er. Unsere Mission ist äußerst wichtig. Wir haben etwas für den Meister. Ich bin mir ziemlich sicher, dieser Bankkreis hinter uns hat nichts zu bedeuten. Lügner! Dreckiges Lügnerschwein! Der Meister hat alles, was er braucht! Ja. Hast du gehört, du bist ein dreckiges Lügnerschwein? Boah! Was ist denn da, Boss? Ach, da! Ist der, der gerade am Wegrennen ist? Meine Ohren angehen auf alle Lust, nämlich auf den. Oh. Ich will nicht wegrennen, ich will noch ein bisschen kämpfen. Oh. Wir machen mir nichts an Schaden. Ich muss warten. Nein. Jetzt irgendwie ein Gott geworden oder so, Elias? Ich habe ein Geschenk für euch. Ich habe auch was für dich. Das ruhig, ja. Oh Gott. So. Oh, zwei. Oh, der hat aber gar nichts aus. Ah! Stück. Wie viele Tränke am Boden liegen. Okay, Mammon ist tot. Dann ist er jetzt auch tot. Hm.
Ich hätte all meine toten Vorfahren auf dich. Einfach drauf, immer drauf, immer drauf. Ja. Oh Elias, wie grausam ihr geworden seid. Was passiert jetzt? Zuerst die schlechte Nachricht. Genba hat jemanden erwartet. Offenbar hat Elias andere in seinen Wahnsinn gezogen. Muss ich mir mehr aber merken, die Tentakel, die funktionieren nicht bei Bossgegnern. Okay. Gehört. Der Meister, ja, ich konnte den auch nicht verbraucht. Mit meiner Ramme irgendwie schieben. Etwas Drastisches vor. Na, macht Sinn. Und die gute Nachricht? Elias gab uns ein Geschenk. Erinnert ihr euch? Dieser Dämon, den er geschickt hat, um uns zu töten. Er ist einzigartig. Er muss ständig gefüttert werden mit Menschenopfern. Oh, perfektes Haustier. Wenn ich seinen Bauch aufschlitze, könnten wir darin einen Hinweis finden, der uns sagt, woher er gekommen ist. Ich muss ihn zur Untersuchung. Ja, Mammon ist ziemlich bekannt, der Name. Ja. Macht euch nützlich und geht zum Kloster. Das ist ja schon bekannter dämonischer Name, Mammon. Verdammten Abt aufhält. Schnöden Mammons Willens. Schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, dass der mit in Verbindung steht. Das ist halt erst einmal, ich denke, irgendwie SpongeBob. Kann aber nicht sein. Alter, die geben mir einen Hammer, der minus 300 Schaden hat. Warum lässt er mich denn so was droppen? Ich habe gar nichts gekriegt, was? Naja, nicht jetzt bekommen, aber irgendwann mal habe ich das mal eingesammelt. Okay. Muss ich mal gucken, was hier so am nächsten ist. Das ist alles ein bisschen. Das hier ist am nächsten. Weiter die Hauptstory. Dann fangen wir uns langsam mal hier diesen einen Ort zu nähern von so einer Quest, die wir schon seit Ewigkeiten haben. Weil die wir nicht gemacht haben, weil die ganze Zeit so weit entfernt ist. Zurück nach Kid Bodu. Die Quest durch die wir Pferde kriegen, deshalb ist sie so weit weg. Hm. Weiß ich nicht. Aber kurz zum Schmied. Nicht so lange ich in der Schmiede. Auf dich warte. Aber ist mein Helm schon wieder anders? Ich habe den noch letztens geändert. Habe ich da jetzt einen Turban? Meine Schmiede wartet auf euch. Rüstung aus Leder und Stahl. Leicht gebraucht. Die Nebenquest in dem Gebiet, da sind wir noch gar nicht gewesen. Ja. Die sind alle in dem Gebiet, in so einem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Deswegen wollte ich erstmal die Hauptstory weitermachen. Das war näher. Na gut. Willst du nichts verkaufen oder so? Oder schmieden oder irgendwie sowas? Okay. Ja, weiter zu Ruhm und Ehre. Nicht solange ich in der Stadt bin. Zu neuen Gebieten, aber zum. Ja, genau, die müssen so reingezogen werden, wenn ich diesen Tritt mache. Oder ich muss den Tritt machen, nachdem du die alle anziehst. Wäre voller Teamwork. Boah.
Ja. Ja, da habe ich voll an Overwatch irgendwie. Einer Charakter hat irgendwie so ein Ultimate, wo irgendwie so ein Kraftfeld erzeugt wird und dann werden da alle Gegner so da reingezogen. Und du dann den Rest des Teams immer alle ihre Ultimates da reinballern. Ja, was machen die da draußen? Stehen irgendwie so eine Frau vor meinem Fenster, die irgendwie eine Tasche nach oben schmeißt in das Fenster über mir. Das bin ich nicht, diesmal bin ich das nicht. Habe ich dir erzählt, wie unsere Nachbarn irgendwie über dich geredet haben da? Die haben gedacht, dass irgendwie... Ja, hast du mir erzählt, das ist schon wieder mehr als ein Jahr her, also. Ich habe gedacht, du wärst ein Irrer. Ich weiß. Mein Fehler. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber... Wir haben sich nämlich mal angewundert. Ja. Au, 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 au. Ich hab ein bisschen zu viel Schaden, weil ich bin dann... Oh, hey, kein Problem. Ein Goblin. Auf ihn los. Alter. Ich kann schon Massen teilen. Alter. Der hatte gar keine Chance, Daniel. Meine Ahnen haben den festgehalten und wir haben auf ihn draufgeprügelt. Das ist ein Militärschwert. Okay. Lass mal nach rechts gehen, weil er ist irgendwie so eine Sackgasse und er ist voll verdächtig. Tisch. Mein Gott, ich habe die Fliegen voll zu Tode gerammt. Der Daniel hat jetzt Blaster-Kampfstil. Ja. Ich finde den am besten. Ich habe gar nichts angeschnappt mit der Nase. Ah, ich wusste es. So, Stärke. Oh, endlich mal was, mir was nicht was anfangen kann. Ja, ich finde den auch nicht schlecht. Der ist am vielseitigsten. Den habe ich, damit habe ich auch endlich den scheiß Rank. Wir haben auf den draufgeballert. Ja. Das ist die Pussy-Taktik, ey. Ich meine, natürlich auf normal ist der nicht so stark, aber der ist trotzdem nervig, ey. Das hat mich auch ein bisschen gedauert. Ich fand das gestern echt unterhaltsam, Daniel, als du den Part den Machtriss da versucht hast. Ja. Das war echt unterhaltsam, ey. Der Daniel so, ey, das ist doch unmöglich. Und ich denke mir so, ach Daniel, du wirst noch ein Erwachen haben, ey. Das ist nämlich noch eins von den einfachen Dingen. Oh, nee. Es gibt noch viel schlimmere, Daniel. Es gibt noch viel schlimmere. Ich werde dir nicht sagen, was kommt, aber es gibt noch schlimmere. Oh, es sind zwei Sachen immer unterteilt in so Kämpfe, wie was du da gestern in dem Part hattest, und so Akrobatik-Nummern, so Parkour-Dinger da. Ja, da habe ich auch einen schon gemacht. Ja, den fand ich am Anfang irgendwie am schwersten, ne. Dieses, wie heißt das, dieses Holo-Strategiespiel, das hat auch Spaß gemacht. Ja. Ja. RIP. Willkommen in Frieden. Butsch, alles kaputt machen. Der Daniel hat erst, was der macht, ist alles kurz und klein schlagen. Oh, hier ist eine Nebenquest. Irgendwo ist hier ein Heiltrank. Ein verlorener Rucksack, guck dir dich mal hier um, hier ist alles verloren. Festung. Schlechtes Zeichen. Ja, der Daniel kennt sich aus. Joshua, der ist größer als die anderen. Beide. Na, lass erstmal die Nebenquest annehmen. Oh Gott.
daran. Oh, der ist Elite. Oh, daneben. Ich bin daneben gerannt. Okay. Alter, wie viel Zeug hat er denn hinterlassen? Okay. Ein Kriegsschwert hinter. Blutbespritzte Schriftrolle. Namens Isov. Wo ist das? Nicht hier. Dann weiter mit der Hauptstory. Was? Wo kamen denn die Schüsse von oben? Okay. Gut, dann gehen wir mal da rein, singen unsere Ave Marias. Mord! Mord in der Sakristei! Versperrt die Türen! Was ist mit den anderen? Dem Abt? Tut, was ich sage! Oh nein! Ja. Als Rollholen. Meinst du, wir treffen ja Gott? Ja, ich glaube, ich hatte dir irgendwie einen Gott gegeben in der beschissenen Welt. Vielleicht werden wir zu Gott. Ja. Oh, durchsucht die Toten nach einem Schlüssel, okay. Ich finde gut, dass wenn ich irgendwie Sachen kaputt mache, ich dadurch Wut bekomme. Ja, ich krieg schon Essenz, wenn ich einfach nur schieße. Nimm das Bücherregal. Na gut, dann untersuchen wir mal die Toten. Jetzt sind wir, aus dem Kreis raus. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ich sehe dich auf der anderen Seite. So, Schlüssel, hast du einen Schlüssel. Ich glaube, der hat einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Nee, nicht er, ja, hatte den oder er, ja. Weiß nicht, ob er ihn auch noch sammeln muss. Ich weiß wohl, Daniel. Oh. Auf der Karte. Ja. Der Daniel ist jetzt eine Quest. Wer möchte einen Schlüssel hier rein platzieren? Ja, das ist bestimmt eine Falle. Ja. Au. Oh Gott, was ist das? Der hat schon wieder erhöhtes Leben. Der feurige, zornige Phantom.
Und bist du zufrieden mit deinem Bild? Ja, Moment schon, ja. Was du geändert hast da. Wir machen im Moment auch nichts Schweres, ey. Ja, da gehen wir zurück. Was zum... Oh nein, die Türen sind automatisch aufgegangen. Niemand ist hier. Ich sag Gefühl, als sollte ja voll eigentlich die gruselige Atmosphäre sein. Ja, so gruselig ist das jetzt auch nicht. Ich meine, die Musik ist ziemlich creepy. Ups. Wollte ich gar nicht. Aber wir sind schon 2 Stunden am Spielen und noch keiner ist aufgestiegen. Boah. Bald. Also 1,5 Balken. Vergessenes Schwert. Oh, Schnitz. Oh, plus 43, ja bitte. Nein, Hinterhalt. Da, ich bin voll da reingestürzt. Autsch, da hat er wehgetan. Au. So. Das war ein Blitz auf mich zu schießen. Ah, gehen wir jetzt mal da. Hm, was ist los? Hast du was gefunden? Wo kommt denn jetzt her? Ah. Dash. Nein, ich höre ein Kind, wie es am Schreien ist. Hey, wo kommst du her? Yo, seid ihr verwundet? Wo ist der Abt? Der Abt hat die Tür geöffnet und der bleiche Teufel grinste. Er hat das verbotene Wissen an sich genommen. Dieser Schuft. Ist gut. Ich habe den Weg frei gemacht. Könnt ihr gehen? Es gibt keinen Ausweg. Was an Wissen verbleibt, darf nicht fort. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren. Ja, und auch in der Nacht, die darauf folgt. Wir müssen das Archiv beschützen. Was ist, wenn das Archiv unvollständig ist? Ah!
Ich brauche mehr Zeit. Okay, jetzt kann ich schon wieder zweimal sprinten. Warte, ich hole die mal alle raus. So, pass auf. Er hat gemerkt. Aua. Da ist er. Hier reinzutreten. Schwer erhöhtes Leben. Ja, wegen dem, ja. Und daneben. Okay, eben gelaufen mir im Kreis gerade. Nein. Oh Gott. Ich muss warten. Die alle so weggezogen werden immer. Pfeile übergezogen. Die rammen und mit seinen Geistern die irgendwie an die Wand drücken oder so. Ja, ja. Ungefähr so. Angeklickt, jetzt steht da, jetzt findet die Worte des Geheimen. Ja. Drei Questmarker jetzt. Oh, die Dinger hier. Ja, bis zum Abend sicher verwahren. Da habe ich mich darauf vorbereitet, die Bürde des Wissens zu schultern. Was hier oben? Ach, da können wir gar nicht rein. Jetzt kommen wir da rein.